Alfs Ravioli oder gefüllte Teigtaschen. Zutaten für den Teig sind ca. 340 Gramm Hartweizengrieß oder griffiges Mehl. Da ich heute einen grünen Teig machen möchte, habe ich auch noch 60 Gramm gut ausgedrückten passierten Spinat oder Bärlauch, Salz, 3 Eier und etwas Olivenöl. Alle Zutaten kommen gemeinsam in die Rührschüssel. Der gut ausgedrückte passierte Spinat oder wie in dem Fall Bärlauch. Reichlich Salz. Und ein Esslöffel Olivenöl. So lassen wir das jetzt zu einem anständig festen Teig rühren. Wenn wir das haben, teilen wir den Teig in zwei Teile und kneten ihn noch ein bisschen mit der Hand. So lassen wir den Teig jetzt eine Stunde rasten. Zum Rasten wickle ich den Teig in eine Glassichtfolie ein. Benötigte Zutaten für die Fülle sind heute eine Erdäpfel-Pilz-Speckfülle, 300 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, 100 Gramm Pilze, 100 Gramm Zwiebel, 100 Gramm geschnittener Speck, ein Ei, Salz, Pfeffer, Oregano, Knoblauch, Röseln und Öl zum Anschwitzen. Die mehlig kochenden Kartoffeln in reichlich Wasser in der Schale weich kochen. Die Pilze schneiden wir klein zusammen. In diesem Fall handelt es sich um Kräuterseitlinge. Wir können aber natürlich auch Eierschwammerl, Steinpilze, Champignon, Austernpilze oder sonstiges verwenden. Die Zwiebel wird ebenfalls klein zusammengeschnitten. Alle Zutaten werden in Olivenöl kurz angeschwitzt. Wir beginnen mit den Zwiebeln. Wir geben die Pilze dazu. Und zum Schluss den Speck. Alles kommt in eine Schüssel. In der Schüssel lassen wir die Masse dann einmal auskühlen. Die Kartoffeln dazu pressen. Zum Binden ein Ei dazu. Bisschen Oregano. Knoblauch oder Knoblauchpaste. Die Herstellung von Alf Knoblauchpaste findet ihr in einem anderen Video von mir. Der Link ist dann in der Beschreibung. Etwas Salz. Jetzt rühren wir alles gut um. Schmecken noch einmal ab. Lassen das Ganze noch einmal auskühlen und schauen, ob wir dann nachher Bröseln noch brauchen. Wahrscheinlich werden wir noch ein paar Bröseln reingeben. Damit die Fülle nicht matschig wird innen und dadurch die Teigtaschen leichter aufgehen, gebe ich zur Sicherheit 2 Esslöffel Bröseln dazu. Man kann statt Bröseln auch Haferflocken verwenden. Das rühren wir noch ein bisschen ab. Lass es noch ein bisschen stehen. Und dann, aufgrund der Bröseln, ist dann unsere
Masse wirklich perfekt zum Füllen. Jetzt kann ich mit der Vorbereitung des Ausrollen des Teiges beginnen. Dazu werde ich das Brett mit ein bisschen Hartweizengrieß bestreuen. Die Arbeitsfläche bestreue ich mit griffigem Mehl. Ich verwende jetzt eine elektrische Nudelmaschine, Nudelausrollmaschine. Im Video hausgemachte Nudeln verwende ich die Handausrollmaschine für die Nudeln. Man kann das Ganze aber natürlich bitte auch mit dem Nudelwalker ausrollen. Den Teig schneide ich jetzt in mehrere gleichmäßige Stücke. Die Stücke drücke ich und wende ich jetzt im Hartweizengrieß. Jetzt beginnen wir mit dem Ausrollen. Wir beginnen mit der dicksten Stufe, in dem Fall ist es die Stufe 6. Wälzen dazwischen einmal im Mehl und lassen es ein zweites Mal auf der Stufe 6 durch. Jetzt zum Schauen über die andere Seite. Das machen wir jetzt mit allen Teiglingen. Auf der Stufe 4 rolle ich den Teig jetzt weiter aus. Jetzt mache ich auf der Stufe 2 weiter. Da haben wir jetzt einen Dotter mit ein klein bisschen Wasser zum Kleben hergerichtet, den rühre ich komplett ab. Legen wir es derweil auf die Seite. Stich den zweiten aus und so weiter und so fort. Dort, wo es sich dann nicht mehr ausgeht, gebe ich den Teig auf die Seite und mache dann später Nudeln draus. Legen den Teig schön in die Ravioli-Presse und beginnen auf einer Seite mit der Fülle. Wichtig ist, dass wir da nicht zu viel erwischen. Die andere Seite bestreichen wir mit Ei zum Kleben. Dann schließen wir das Ganze, machen es auf, klappen es raus. Wir haben super Ravioli, das machen wir mal nach und nach. Alternativ kann man Teigtaschen machen, funktioniert genauso. Dann stechen wir mal mit der einen Seite die Teigtaschen aus. Masse geben wir in der Mitte rein. Schließen das gut und nehmen das.
das Teigtascherl raus. Masse in die Mitte rein. Gut verschließen. Schauen, dass es wirklich gut in der Mitte drinnen liegt, sonst kriegen wir vielleicht ein Loch rein oder ein Luckerl rein, das soll auch nicht sein. Gut verschließen, rausnehmen und passt. Schauen wir uns noch die letzte Möglichkeit an. Da stechen wir mit einem ganz normalen Ausstecher aus. Streichen im Vorhinein eine Seite mit dieser Eiwassergebung. Geben in die Mitte die Fülle. Schließen das Ganze vorsichtig. Drücken dann alles so noch händisch ein bisschen zusammen. Und dann kann man, wenn man möchte, noch mit der Gabel ein wenig fixieren. So, den übrigen Teig habe ich jetzt wieder zusammengeknetet, rasten lassen, schneide ihn wieder so in Stücke wie zuvor und mache jetzt dann Tagliatelle draus. Wieder im Hartweizengriff oder griffigen Mehl wenden und drücken. Jetzt können wir den Teig durch die Maschine zum Schneiden lassen. Ich fange einmal mit Tagliatelle an. Ist der Teig zu lange, schneiden wir einmal in der Mitte durch. Trocknen hänge ich die Nudeln jetzt auf. Da habe ich so einen wunderbaren Nudeltrockner. Man kann statt dem auch Kochlöffel nehmen, auf dem man es aufhängt. Oder Nesterl machen und die auch trocknen. Jetzt können wir noch dünne Spaghetti-Nudeln machen. Die Ravioli, die Teigtaschen, auch Schlusskrapfen genannt, sowie die restlichen Teigtaschen und die Tortellini sind fertig. Jetzt brauchen wir es nur mehr kochen und eine anständige Soße dazu und das Ganze ist fertig. Soße kann man auch belieben machen. Aus dem übrig gebliebenen Teig, bei der Herstellung von Teigtaschen oder Ravioli, ist es meistens die Hälfte des Teiges, habe ich gleich Bandnudeln und Spaghetti gemacht. Die Kochzeit der getrockneten, ausgemachten Bandnudeln bzw. Spaghetti beträgt maximal 2 Minuten. Die Ravioli und Teigtascheln lassen wir bei leicht wallendem Wasser auch so ungefähr 3 Minuten kochen. Jetzt schauen wir uns noch das Kochen an in reichlich gesalzenem Wasser. Kochen wir mal die Ravioli, mit denen fangen wir mal an. Rühren vorsichtig um, dass uns nicht zusammenbiegen. Warten, bis das Wasser wieder zu kochen beginnt. Für die fertig gekochten Ravioli habe ich mir jetzt eine Schüssel mit Eiswasser hergerichtet. Da kommen sie dann gleich rein. So, jetzt kochen unsere Ravioli, die lassen wir jetzt, wie vorher gesagt, so circa 2 bis 3 Minuten kochen. Auf kleiner Flamme, da drehen wir zurück, die sollen wirklich nur so
ganz leicht dahin köcheln. So, jetzt haben sie genug gekocht. Ich habe sie jetzt ein bisschen länger wie 3 Minuten gekocht. Ich mache sie jetzt gleich ganz kalt, weil ich sie nicht sofort anrichte. Sandy mache jetzt auch noch mit den Teigtascheln. Ausnahmsweise gebe ich die Tortellini auch dazu. Die Teigtascheln noch schon rausnehmen. Die machen wir genauso wieder. Gleich ganz kalt, wenn wir es nicht sofort verwenden. Jetzt kann ich die Ravioli mit ein bisschen Olivenöl beträufeln. Das mache ich, dass sie nicht zusammenpicken. Zur Vorratshaltung könnte ich sie so auch einfrieren. Jetzt richte ich die Ravioli und die Teigtascheln noch an. Ich habe eine Tomatensauce dazu hergerichtet. Die Tomatensauce findet ihr ebenfalls auf meinem Kanal. Der Link dazu ist da unten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, liked es und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank und viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit.